meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen Kanal. Ein bisschen düsig heute, letzter Frühlingstag. Der Kleine schläft noch und Bathilda ist schon aus. Wo ist denn hier? Hallo, Bathilda. Weg ist er. Weg ist er. Das gibt's ja wohl nicht. Na ja, gut. Schwindet einfach so am frühen Morgen. Na ja, gut. Wir räumen erstmal unsere Taschen aus, was wir vom letzten Gang durchs Tal mitgebracht haben. Und zwar haben wir ja Ausnüchterungstrank. Das kommt ins Material. Bilzenkraut kommt auch rein. Birnensaft kommt ins Nahrungsmittellager. Die Bretter raus. Die Bronzeaxt raus. Die Bronzeaxt raus. Die Bronzepfeile raus. Den Eimer raus. Eisenbolzen, Eisenhammer, Eisenmesser, Eisenpfeil, Fackel. Hier die vielen Fackeln. Das ist viel. Zwei Stück. F. Die Federn. Die behalten wir mal drin. Wir wollen ja nüber nach. Das kommt ins Lebensmittellager. Die Holzschalen kommen nüber hier rein. Leder tun wir auch erstmal raus. Das Met, Nahrungsmittel, Metflaschen kommen hierher. Nachtsichttrank. Dann den meinen gebrauchten Rekuftrucken tue ich hierher. Den anderen tue ich sockeln. Stachelbesetzter Knüppel raus. Die vier Steine raus. Dann die Steinaxt raus, das Steinmesser raus, die vier Stecker raus, Stärketrank raus, Trank des schnellen Heilens raus, den Trinkschlauch, den können wir verkaufen. So, das Rührei, was ich hier drin habe, das werde ich gleich mal noch wegknuspern. Und Knampf weg, weg. Und dann können die Schälchen auch gleich jetzt nochmal hier rein. Oh Gott, die Holzschälchen hier rein. Wo sind sie denn jetzt? Hier. F. So, eins habe ich heute vor. Ich werde mal noch eine Küche bauen. Wir haben. Schauen wir mal. Halt hier raus. I. Verwaltung. Wir haben 59 Leute. 51 von 57 sind in Brot und Lohn. Also 57 ist ja, Ansgar wird ja nicht mitgezählt und ich werde nicht mitgezählt. Ansgar wird vielleicht mal mitgezählt, wenn er 18 ist, wenn er arbeitsfähig ist. So, also. Und 59 mit einer Küche, solange wir noch keine Schenke haben, keine Taverne haben, wird wohl schwer werden. Deswegen werden wir uns mal noch eine Küche bauen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. So, da nehmen wir uns erstmal Baum. Rundhölzer. Wir können 60 Kilo tragen. Das sind wie viel? 60? Dann nehmen wir mal 30 Rundhölzer, sind 75 Kilo. Dann sind wir bei 95, das ist nicht so viel. 30 Holzstämme. Holzstämme. Na, wo sind sie hier? So. F. 20. 30. Bestätigen. Also noch bei 10. Das ist noch nicht mal ein Viertel von unserer Überlastung. So, ich wollte die Küche hier hinterbauen, denke ich mir. Ja, hierher wollten wir die bauen, oder? Wo würdet ihr die hinbauen? Ja, die bauen wir hier. Jetzt können wir die hier zwischen reinstellen, ja. Da können wir nämlich dann mal hier noch ein Feuer hermachen.
ein drittes Feuer, damit unsere Leute alle mal irgendwo am Feuer sitzen können. Jawohl. Wo setzen wir die Küche hin? Dann setzen wir so ja, die Hügel, die sind nicht schön hier. Parallel zu diesem Haus. So, gut, Kuh. Bauen. Crafting. Küche. So, richten wir nach dem hier aus. So. Die plägen hier rum, die Viecher. Und jetzt hier rüber, genau, stellen wir sie hier her. Alles klar. Steht sie recht gut? Ja, hier lassen wir sie stehen. Und dann können wir hier auf die Stelle noch ein Feuerchen machen. Oder? Ja. Mit 3, 4 Bänken nochmal. Da passen noch 4 Bänke. Das sind nochmal 8 Mann, die drauf passen. Ist okay. Komm, hoch. Und jetzt packst du mal deine Rundhölzer, die du hast. Ja, ja. Holzstämme. 22. XEF. So, was brauchen wir? Hammer in der Hand. Wir brauchen 7. 7 für den Giebel. Für den Giebel brauchen wir 7. Für den. Komisches. Für den. 3 Giebel hat das Ding. Alles klar. Gut. 3 mal 7 ist 21. Und 7 sind 28. Und 7 sind 35. Und 7 sind 42. 42 Holzstämme. Wie viel haben wir hier liegen? 22. Und dann brauchen wir noch 12. 24, 4, 12, das ist ja Schindeln drauf, oder? Das ist ein Schindel. Dach mit Holzschindeln, genau, da brauchen wir 4, 48 Bretter. Also, zwei brauchen wir noch 20 Holzstämme und 48 Bretter. Holen wir uns erst einmal die Bretter. 48. Bretter, Bretter, Bretter. F 40 48 bestätigen. Die schaffen wir weg. Und dann holen wir uns nochmal 22 Holzstämme. Dann haben wir auch ein paar mehr mit. Nicht, dass wir uns verrechnet haben. Dann haben wir wieder einen Zappen. Dann rennen wir nochmal los. Ne, müssen wir nicht. Bretter XEF hinschmeißen. Und nochmal Holzstämme. 22, 20 habe ich gesagt. Brauchen wir nochmal. Nehmen wir 25 mit. So, gut. Holzstämme. Holz, 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 Holz. Na, wo sind sie hier? Holzstämme. F. 17, 28. Nehmen wir die mit. Gut. Immer leicht überlastet, ist gar nicht das Problem. Dass die nicht aus Stein ist. Küche 3 kriegt man nicht. Unsere Felder werde ich nachher noch mal kontrollieren. Ich habe die gestern Abend noch mal was konfiguriert. Da muss ich noch mal schauen. Ich irgendwie fällt mir ein Feld. Ich habe das Feld 7 nicht gefunden. So blöd wie es klingt, habe ich nicht gefunden, das Ding. Moment, Küche 2 abgeschlossen. Gut. Da werden wir gleich mal Leute einstellen. Und zwar, das ist Produktion. Halt, Produktion habe ich gesagt. Küche 2. F. Lernslot. F. Mal schauen. Da brauchen wir ein Crafting hier hinten. Das sind eine 2. Die anderen haben alle eine 1. Naja, nee. Hier haben wir Umgi. Die Dobrovoja und. Wo ist er? Dobrovoja nimmer, alles klar. F, Koch. F und die Ingarda.
F, die war auch hier, hat auch eine 2 gehabt, glaube ich. Ingabe hat auch eine 2 gehabt, alles klar. Und zwei junge Schnepfen mit 18 und 19, ob die schon richtig kochen können, naja, da lernen sie es. Das werden sie dann schon merken, wenn die Schnitzel geflogen kommen mit dem Teller dran. Wenn es nicht schmeckt. So, gut, alles klar, das hätten wir. Jetzt habe ich gesagt, ich wollte mir noch mal die Felder anschauen. Feld 7 suche ich. Das ist doch Feld 7, das habe ich gestern gesucht. Und was ist hier? Haben die hier drauf? Wieso ist die andere Hälfte nicht bestellt? Hafer? Na da, da wollen wir doch mal sehen. Da werden die eine andere Hälfte auch noch Hafer machen hier. Pflanzenart ändern, also macht er hier noch ein bisschen Hafer drauf. Los, Freunde, F. Hafer. So, alles klar. Skip, bestätigen. So, hoffentlich macht er jetzt hier noch Hafer drauf. So, hier, oh, die Säen stimmen überall, Häckeln und Säen. Ha. Was können hier? Kohl und Roggen. Ob wir hier noch Kohl machen können. Nochmal, das fehlt. Kohl und Roggen. F. Da ist auch nichts drauf. Mal sehen, ob sie noch Kohl drauf kriegen. Das ist jetzt Roggen. Nee, wir wollen Kohl drauf machen. Roggen kommt ja dann im Herbst drauf. Und der Kohl kommt jetzt im Frühjahr drauf. Den können wir im Sommer ernten. Kohl. Macht Kohl drauf. Ja, Kohl. Kommt so ein Kohl. Escape. Bestätigen. Ihr habt noch genug Leute, das werdet ihr doch wohl schaffen. Gut. Und ich mache jetzt noch ein paar Taschen. Spring erstmal ins Wasser. Ich sehe schon, ich rieche wieder. Es riecht bis hierher. Komm, rinn ins Wasser hier und abtauchen. Bist du sauber? Gut. Trink einen Schluck Wasser. Und dann Badewasser. Ja. Nice. So, jetzt machen wir noch ein paar Taschen. Nehmen noch ein paar Federn mit. Das können wir noch mitnehmen. Ein paar Fiolen. Lass mal sehen, was wir alles schleppen können. Was haben wir denn hier noch drin von dem alten Gelump? Das war jetzt so gerade. Holzstämme haben wir noch 4 drin. F-E-F, raus damit. Gut. Den Met aus. Den Trinkschlauch, den können wir verkaufen. So, Federn haben wir noch 150. Was haben wir denn hier noch drin an Federn? Das haben wir zwar runtergedreht, aber E, F. Fackeln, 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 Federn. 2400. F, gut. Dann packen wir uns noch bei 1, noch bei 300, alles klar. So, dann nehmen wir uns mit Leder. Ne, Flakons, Flakons, Flakons. Hölzerne Fiolen. Wo haben wir denn die? 750, da können wir auch noch 200 mitnehmen. Weiter bestätigen. Dann nehmen wir uns mit Leder, habe ich gesagt. Machen wir uns noch. Ja, 401 Leder haben die schon wieder drin. F 176 180 bestätigt. Also machen wir daraus 60 Taschen. REF, gut. Liste, naja, das wird. Da sind wir nicht überlastet. Bist du, alles klar. Und jetzt machen wir uns los. Wir setzen uns einen Wegpunkt hinüber nach Lesnica.
Dahin wollen wir. F und gucken, ob wir da jemanden noch finden für unser Dorf. Ein Mann. So, wir bewaffnen uns mal mit dem Bogen. Ach, die müssen wir auch wieder sockeln. Genau, wir haben ja den getauscht. Den legen wir uns wieder auf die Treppe. Alles klar. Und jetzt los geht's. Bogen in der Hand und vorwärts. Und ihr macht eure Arbeit ja alles schön. Und im Sommer baue ich euch hier noch einen Sitzplatz her. Ja, 59 Leute haben wir immerhin. Ja. Sitzen die hier schon wie die Hühner auf der Stange ringsrum. An zwei Feuern machen wir halt noch ein drittes. Aufpassen hier, aufpassen. Hier waren doch auch immer Wiesels, oder? Hier in dem Wald. Ich weiß es jetzt nicht, ne? Und Wölfe. Ne, Wölfe sind jetzt... Doch, hier waren Wölfe. Oh, Elchkuh, alles klar. Die Frau Elchkuh. Hier was gesehen. Fässer, Bretter, guck mal an, was hier. Oh, Münzen, 35 Münzen drin. FEF, das habe ich auch noch gar nicht. Guck mal. Wo kommen denn die angeschwommen? Bretter. Und was ist hier? Weizenkorn 4. FEF, alles klar. Und davon ist noch ein Fass. Dinger. Kann man verkaufen. FEF, wir haben genug Dünger. So, nicht dann. Nicht da. Haben wir noch was am Fluss hier? Da vorne liegen noch mal Fässer, wie es aussieht. Und Säcke an der Brücke. Die zwei weißen Striche. Hier sind auch noch mal Fässer. Nichts drin. Hier haben wir schon geplündert. Oh, nichts drin. Gut. Aber hier. Da müsste was drin sein. Ein Sack. Dung. FEF. Na gut. Es riecht ja ablös wieder das Zeug. Weizenkorn 6. FEF. Alles klar. Und jetzt gehen wir über nach Westen. Oben rein. Wenn wir drüben auf der anderen Seite rausgehen, müssen wir aufpassen. Da drüben sind meistens Banditen. Meistens oft. Wenn wir es nicht finden, dann finden wir sie da drüben. So. Da ist ein Mann. Wer bist du? Der Eckbart. Der Eckbert, der ist 18, ist auch so ein junger Hüpfer. Den können wir zur Dobrovoja stecken, alles klar. Siedlung, sehen wir uns dort, alles klar. Tschüss, mach's gut. Hallo, Theobald. How is life treating you? Na, guck mich wenigstens an. Only the best products here. The best products, haut ihn doch nicht immer die Taschen voll. Immer euren best products. Den Dung kriegst du, ah, den brauche ich nicht. Den Dünger brauche ich auch nicht. Dann habe ich einfache Section für dich. 57 kannst du ihn abkaufen. 33 Geld hast du noch. Oh, so. Was habe ich denn noch? Federn. Weizen könntest du nehmen. Alles klar. Gesalztes Fischfilet kannst du ja auch nicht nehmen. Oh, 9,4. Wie? 9,4 kostet ein gesalztes Fischfilet. Dann müssten wir doch Fischfilet machen. So, noch mal gucken. Wo hast denn deine Frau? Goodbye. Die Sela, die ist da drüben. Haben wir hier noch einen Händler? Ich glaube es nämlich nicht. Nee, ist nur die Sela noch, oder? Nee, hier muss ja noch einer sein. Oder? Ja, hier.
Bilburger. Hast du aber eine raue Stimme. Du rauchst nur Zigarre oder was? Let me show you my wares. Ja, du hast schon recht. Den Birnensaft verkaufe ich dir, F. Dann verkaufe ich dir die Säckchen, die ich noch habe. Oh, die hat 1600 Geld. Dann habe ich noch Fackeln, ne, Federn. Die kann alle 493 kaufen, hat immer noch Geld. Fiolen. Jetzt hat sie noch 2,3 und ich habe noch 27 Fiolen. Alles klar. So, den Rest, den verkaufe ich der Gisela. Und tschüss, mach's gut. It was nice seeing you. Naja, hast schon recht. Die Gisela, ja. Na, du altes Luder. Hello, friend. Och ja, hallo, Freund. Ja, best goods in the valley. Naja. Naja, gut. Ich sag nichts mehr dazu. Best product in the valley, ja. Gesalzenes Fischfilet verkaufe ich dir erst einmal. So, dann verkaufe ich dir die restlichen hölzernen Fiolen. Dann, was habe ich noch? Einen Trinkschlauch verkaufe ich dir auch. Die 10-mal Weizenkorn, ich brauche das nicht, habe ich genügend zu Hause. So, was habe ich denn noch? Nix weiter. Ich kann dir nichts weiter verkaufen. Nö. Gut. Und tschüss. Mach's gut. Have a good day. Du auch, ja. Ah ja. So, hier unten müssen wir aufpassen. Müssen wir mal oben. Was ist denn? Entweder hat er Zahnschmerzen oder er schläft. Hä? Hallo, rote Gast. Oh ja, du warst erschrocken. Jetzt hast du gepennt oder was? Goodbye. Goodbye. Er hat geschlafen. Das hältst doch nicht aus. So, wir wollen nur erstmal unseren Kollegen hier holen. Den wollen wir erstmal verarzten. Nee, halt über N. Haus. Den stecken wir bei der, was habe ich gesagt? Der Provo ja rein. Das müsste das hier sein. F. Na bitte. Leeren Slot. F. Da ist er. Wie hieß er jetzt? Ach, das ist ja bloß der eine, ja. Der Eckbert. F. Da bist du untergebracht. Alles klar. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Da unten an. Nee, nicht hier. Sondern unten, wo der Wegweiser ist. Bin ich auf dem richtigen Ausgang? Ja. Ah, da unten sitzen sie schon, die Pfeifen. Da gehen wir mal in der Hocke, denke ich mir mal. Da. Pfeil im Anschlag. Na komm, Kopfschuss. Du wüsstest gar nicht, wo es herkommt, oder? Jetzt hat er es geschafft. Drei Pfeile für jeden. Die sind aber widerspenstig. Her mit meinen Pfeilen. Auch der einen haben wir ins Bein gekriegt. Durch die Leber gekriegt. Na, guck mal. Und hier das Messer gibst du mir wohl nicht. Nee, das kriege ich nicht von dem, das schöne Eisenmesser. Guck mal. Ein Apfel hat er. Fünfer. F. E. F. Käse. Deswegen riecht das so hier. E. F. Münzen 99. Hat sich doch gelohnt. Und 9 Zwiebeln. Ja. Ja, da. Das sind meine ganzen anderen Pfeile.
sind die weg. Hier ist ein Eisenpfeil. Da hat es auch noch einen Eisenpfeil da. Aber gut, die sind zu blöd auf die Eisenpfeile gefallen. Naja, können wir es nicht einfach abfilmen. F, nee, F. Und auch Käse einstehen. Und Zwiebeln, alles klar. So, was finden wir denn hier noch? Auch sein Messer gibt es noch nicht. So ein schönes Messer hat er hier vorne dran hängen. Oh, hier liegt noch eine Fackel. Nee, stachelbesetzten Knüppel. Dann ein Rucksack. Ein 75 Münzen, klasse. Und was habt ihr hier im Sack drin? Oh, aber wie? Gesalzenes Fischfilet. F-E-F. Haferbrötchen, Meerkornbrot, Salzfleisch und Weizenbrot. Ganz schön gelebt habt ihr. So, was ist hier noch? Ein Kupfermesser. Oh, hier haben wir noch ein einfacher kleiner Rucksack. Mit zwei Ganoven. Die haben ganz schön was hier gehabt. So, naja, gut. Nichts mehr, oder? Aber der eine hat doch was weggeworfen. Das ist dann nach hier hinten geflogen. Was ist denn das gewesen? Keine Ahnung. Stock, hier liegt nichts weiter. Ich sage, kennt ihr, ist noch was hergeflogen. Aber ich habe das von oben gesehen. Da ist irgendwas weggeflogen. Ach, das wird der Knüppel gewesen sein hier, der hier gelegen hat. Alles klar. Gott. Ihr zwei Pfeifen. Oh, hier ist ein Wagen. Guck mal, den habe ich den vor uns gesehen. Ach, das bin ja vor uns von hinten gekommen. Hier liegt ein Bogen. Guck mal an. Und ein Steinpfeil und Gänseblümchen. Hier ist noch ein Steinpfeil. Löwenzahn, das spielt hier auch noch. Und das war's. Gut. Ja, den Bogen kann man schon mal noch mitnehmen. Alles Zeug, was man verkaufen kann. So, jetzt gehen wir über diese Brücke hier. Ah, ich sehe es schon, da liegt auch wieder was. Da ist auch wieder einer ins Wasser gegangen hier. Eine Hose und ein paar Stiefel und ein Fischerspeer. Wo ist er denn hin? Zu weit hinausgeschwommen. Ne? Ah ja, gut, alles klar. So, jetzt werde ich aber mal meine Bolzen wieder sockeln. Die Bolzen wieder sockeln. Haben wir hier oben. Ja, uff. Na, Wölfe treffen. Hier vorne könnten sich noch mal welche rumtreiben. Gut. Mal gucken, ob noch mal Nachschub gekommen ist. In Denizia. Geld haben sie ja keins mehr, die habe ich ja schon alles verkauft. Wer ist denn hier der dritte Verkäufer? Ach ja, das stimmt. Die Kochmamsel, die verkauft ja auch immer, stimmt. Da, hier, die Kinga. Hey, hallo Kinga, na, zeig mir deine Ware, was du hast. Best goods ich in the valley. Ach, best goods in the valley, ja, ja, ja. Ich habe ja Äpfel. Frisch geerntet. Bei den Banditen. Dann habe ich so einen hässlichen Bogen, den verkaufe ich dir. Dann, was habe ich denn noch? Fischspeer, den nehme ich mit Hemm. Das gesalzte Fischfilet, das kannst du bestimmt verkochen. Haferbrötchen habe ich zwei. Dann habe ich Käse. Brauche ich nämlich nicht. Was habe ich denn da jetzt verkauft? Ich wollte nicht den Käse. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich da jetzt verkauft. Auch mein gebratenes Fleisch, oder? Ne, das habe ich noch einstecken. Keine Ahnung. Fischfilet, Haferbrötchen. Keine Ahnung. Den Käse kriegst du jetzt auch noch. Meerkornbrot für 136.
Kupfermesser nehme ich mit, das ist mein Rekufbogen. Die Hose nehme ich auch mit, das Salzfleisch kannst du haben. Du willst ja Zeug kochen, kannst du nehmen. Das Weizenbrot, die Zwiebeln, halt, nee, ich will keine Äpfel. Da, hier habe ich noch 3 Zwiebeln. Das war's, mehr gibt's nicht. Alles klar. Ich habe wieder schön Geld verdient. Ach, see you soon. Oh ja, ich habe 17.000 schon. Ach. Kann ich bald wieder was mit Schwabbix tun. Und die Truhe. Irgendwann brauche ich eine zweite, weil sie voll ist. Hier drüben ist auch öfters mal ein Markt. Gleich mal machen. Ehe wir hier auf Wildsau gehen, legen wir uns mal fix in Bolzen ein. Da unten ist er. Oh, hier liegen sie wieder rum, die Pullen. Weinflasche, Hirschwein, was ist das? Apfelwein. Noch eine Flasche Birnenwein, perfekt. Oh, hier sind auch noch Pfeile. Pfeil, ein Steinpfeil, egal ob es ein Steinpfeile sind. Mit denen können wir erschießen. Und ein Gegengift. Gut, alles klar. Jetzt schauen wir mal, wo sich die Wildschweine rumtreiben. Die müssen auch noch dran glauben hier. Wo ist er? Wo haut denn der hin ab? Bleibst du hier? Wo denn der hin? Er flitzt ja durch die Kante. Weg ist er. Wo ist er? Der Keiler ist weg. Hä? Der ist doch hier lang geflitzt. Wollt er mich jetzt veralbern? Steckt sich hier im Unterholz, und dann greift er mich an. Hm. Keine Ahnung, weg ist er. Lass der Jacke im Schwachen. Batsch, Ent ins Auge. Spinnst wohl oder was mich hier so anknurren? Nicht mal ganz knusper im Kopf oder was? Hält so nett aus. So ein Großmaul. So, und wo ist der Nächste? Hören tue ich dich. Ah, hier bist du. Alles klar. Legen Bolzen ein quasi. Batsch. So, gut, quietsch. Weg ist er. Auseinander und es fällt noch ein dritter. Oh, heute habe ich auch wieder lange gemerkt. 38 Minuten. Ui, 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 ui. Jetzt gehen wir auch nach Hause. Wir jagen jetzt den einen Keiler noch. Da muss noch einer da sein. Der muss noch weg. Wo ist er? Keine Ahnung. Da hinten. Da versteckt sich da hinten. Da schleichen wir uns auf der Seite hier. Und da unten ist noch einer, sind 4 jetzt hier. Weg ist er. 4 Stück sind jetzt hier. Och, selten, dass wir hier 4 treffen. Da ist, da kriegt er. Komm, hau jetzt ja nicht ab. Du drehst nur noch einen Arsch zu, oder was? Weg, ja, ja. Gut. Hat keine Chance gegen mich. So, naja, oh, das ist wieder. Ich wollte eigentlich sehen, dass ich maximal 35 Minuten. Aber jetzt passiert sowieso nichts weiter, meine Freunde. Ich verabschiede mich. Das ist der letzte Frühlingsabend.
ich gehe jetzt nach Hause. Wie spät haben wir es? Wir haben es 19.50 Uhr. Meine Frau kehrt bestimmt wieder die Bude. Und wir sehen uns im Sommer wieder. Alles klar, meine Freunde. Dann bis zum nächsten Abenteuer hier mit Evil Dance.